Herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Nachdem der Herr Bahadir Ihnen ja jetzt gesagt hat, wie der Untergrund nach Möglichkeit oder bestmöglich zu gestalten ist, kommt natürlich dann logischerweise auch noch ein Estrich drauf. Ich fange im ersten Teil meines Vortrages an, Ihnen den Calciumsulfat-Fließestrich, bei uns im Hause Anhyment genannt, etwas näher zu bringen. Die ein oder anderen kennen den Begriff Calciumsulfat auch noch unter der Bezeichnung Anhydrit-Estrich, wie man früher dazu gesagt hat. Ich gehe dann kurz auf die Eigenschaften des Calciumsulfat-Fließestriches ein und auf die Anwendung. Dann haben wir noch zwei besondere Anwendungsbereiche, nämlich als Schnellestrich und als Renovierungs- und Sanierungsestrich für Altbauten. Wie schon erwähnt, das Bindemittel ist Calciumsulfat oder eben Anhydrit, wasserfreier Gips, wie es auch im Volksmund genannt wird. Wir haben Druckfestigkeitsklassen realisierbar von C20 bis C40, also Newton pro Quadratmillimeter. Und die Biegezugfestigkeitsklassen liegen im Bereich 4 bis 7 Newton pro Quadratmillimeter. Da erleben wir auch immer wieder mal bei Ausschreibungen, dass da nicht ganz so die Klarheit herrscht, seit die Norm sich damals geändert hat. Also man sollte oder kann es nicht wild durcheinander mischen. In der Regel ist es so, dass die Druckfestigkeitsklasse C20 dann korreliert mit der Biegezugfestigkeitsklasse E4, also sozusagen ein C20 E4. Es geht dann über 25 F5, 30 F6 bis C40 F7 rauf. Also es gibt keinen C20 F7 oder keinen C40 F4. Das ist rein technisch nicht realisierbar. Das Schwindverhalten beim Calciumsulfat-Fließestrich ist der große Vorteil. Im Prinzip, wir haben ein Schwindverhalten von kleiner 0,012 mm pro Meter. Das heißt, das ist ja für das normale Auge eigentlich nicht sichtbar und kaum messbar. Und auch ein sehr diskutiertes Thema immer wieder ist die Belegereife von 0,5 cm, also kleiner gleich 0,5. Das gilt seit mittlerweile 7 Jahren, seit der neuen Normregulierung von 2014, für beheizte wie auch für unbeheizte Konstruktionen. Früher war der Belegereifewert bei beheizten Konstruktionen, also mit Fußbodenheizung, bei kleiner gleich 0,3. Das haben jetzt in den vielen Jahren viele Messungen und Prüfungen ergeben, dass das unnötig ist. Deswegen konnten wir den Wert auch allgemein wieder hochsetzen. In anderen europäischen Ländern ist er schon lange wieder hochgesetzt, teilweise sogar noch etwas höher. Und aus der Historie heraus gibt es dann immer wieder mal die Diskussionen mit Parkettlegern oder anderen Oberbodenlegern, die der Meinung sind, er müsste auf 0,3 runtergetrocknet werden. Das ist allerdings auch je nach Güteklasse und somit Bindemittelanteil und daraus wieder Feinstanteile im Estrich teilweise gar nicht machbar, auf 0,3 runterzukommen, da die Dichte, das Gefüge von dem Estrich sehr kompakt und dicht ist im Vergleich zum Beispiel zu einem konventionellen Estrich. Die Vorteile vom Calciumsulfat-Fließestrich sind eben, wie gesagt, das geringe Schwindverhalten. Daraus können wir unbeheizte Flächen von 1000 Quadratmetern und mehr realisieren, fugenlos. Natürlich auch immer in Abhängigkeit von den Raumgeometrien, also zum Beispiel Bürogebäude, die ja heute zum Beispiel auf Hohlraumböden komplett durchgegossen werden, mit ein paar Säulen drin oder so. Das sind 1000 Quadratmeter fugenlos ohne Probleme machbar. Und wenn die Flächen dementsprechend gedrungen sind, eben auch mehr. Dann ist es in der Regel so, dass wir hier schon 4 Tage nach der Verlegung des Estrichs bei Fußbodenheizungen mit dem Aufheizen beginnen können. Dafür gibt es ein Aufheizprotokoll, das natürlich zu beachten ist. Da sollte hierbei auch gleich erwähnt werden, dieses erste Aufheizen des Estrichs und 3 Tage Halten der Temperatur auf höchstem Maße, also bei 55 Grad maximal Vorlauftemperatur, und das danach erfolgte Abheizen, das dient zunächst, ist ein sogenanntes Funktionsheizen.
und dient der Überprüfung der Konstruktion. Also es darf bitte nicht davon ausgegangen werden, im Idealfall ist es so, aber in der Regel ist der Estrich danach noch nicht belegereif, also hat noch nicht seine 0,5 cm erreicht, sondern es dient zunächst mal, die gesamte Konstruktion zu überprüfen. Das will heißen, ist die Fußbodenheizung, funktioniert die, sind die Leitungen dicht, haben wir einen Druckabfall in den Leitungen, dass irgendwo eine Leckage ist. Haben wir irgendwelche Spannungen im Estrich, weil Randemstreifen fehlen und dergleichen, dass es eventuell zu Rissen kommen könnte. Dafür dient das Ganze. Natürlich trocknet er schon ein gewisses Teil davon aus, aber danach ist normalerweise, wenn dieser Funktionsheizen durchgeführt wurde, ist weiter zu heizen bis zur Restfeuchtemessung mit dem CM-Gerät. Aufgrund des der fließfähigen Konsistenz haben wir natürlich zum Beispiel gegenüber dem konventionellen Estrich, den es auch als Calciumsulfat gibt, einen deutlich schnelleren Baufortschritt. Das heißt, wir haben bei dem fließfähigen System Tagesleistungen mit einer eingespielten Kolonne und natürlich vorausgesetzt, dass das Gebäude das auch hergibt von den Flächen von bis zu 2000 Quadratmeter und mehr pro Tag. Bei einem konventionellen Calciumsulfat-Estrich würde die gleiche Kolonne im Prinzip um die 150 bis maximal 180 Quadratmeter am Tag schaffen. Also Sie sehen, Faktor 10 in der Zeit spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Und die Anlieferung erfolgt genau wie mit Beton auch mit unserem Varmischer direkt just in time auf die Baustelle. Weitere Vorteile dadurch sind, wir haben auf der Baustelle keinerlei Rückmengen, wir brauchen keinen Strom- oder Wasseranschluss und sollte was übrig sein, nehmen wir es wieder mit und es stehen auch keine Silos auf der Baustelle längere Zeit herum und liegen keine Sandberge und Paletten mit Sackware auf der Baustelle. Ein paar Nachteile gibt es natürlich auch. Wie gesagt, er ist auf Gips- oder Anhydritbasis. Der Calciumsulfat-Estrich ist somit nicht wasserbeständig. Also er ist nicht geeignet für Nassräume, für Schwimmbäder und für Saunen. Für Boden, also häusliche Bäder mit bodengleichen Duschen ohne Abtrennung, darf er auch nicht eingesetzt werden. Natürlich dann auch nicht in Garagen und auch nicht in Außenbereichen. Die Anwendung des Calciumsulfat-Fließestrichs gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Standardanwendung ist auf Trennlagedämmung. Im Verbund geht natürlich auch. Dabei ist zu beachten, wenn ich den Calciumsulfat-Estrich im Verbund auf einen Rohboden, in der Regel ist es Beton, aufbringe, ist damit nicht Genüge getan, wenn ich eine wässrige oder acrylathaltige wässrige Haftgrundierung aufbringe, sondern nachstoßende Feuchte aus dem Estrich kann mit dem aus dem Beton vom Zement her kann mit dem Calciumsulfat in Wechselwirkung treten bei der Befeuchtung. Dann gibt es dann eine sogenannte Ettringitbildung und die bewirkt dann, dass der Calciumsulfat-Estrich sich vom Rohboden lösen kann. Also wir müssten in dem Fall eine Epoxidharzgrundierung vornehmen mit einer Quarzsandabstreuung im Überschuss. Sollte auch noch ein Feuchteschutz nach unten hin erforderlich sein, müsste man das Epoxidharz etwas dicker und zweimalig auftragen. Dann die nächste hauptsächliche Anwendungen sind heutzutage auf Trennlage, logischerweise, und auf Dämmung viel heute im Wohnungsbau, auch auf Heizestrich mit Fußbodenheizung. Und natürlich auch im Bürobereich, auf Hohlraumböden und auch Kindergärten und Schulen. Wir haben hier so ein Standardbeispiel von einem großen Raum. Ist ein Bürogebäude aus unserem Hause. Gab später mal Laborräume und Büros. Hier ist der Bereich mit den Büros. Sie sehen also, hier können wir diese großen Flächen fugenlos realisieren. Und unter dem Estrich, unter der Folie liegt eben auch die Wärmedämmung und die Trittschalldämmung. Hier haben wir ein Beispiel als Heizestrich, wo wir die ganzen Heizschlangen sehen. Der ein oder andere wird jetzt sagen, das sind aber große Flächen, das ist korrekt.
Wenn Sie in der Mitte des Bildes sehen, diese schwarzen Hülsen, wo von rechts nach links zwei, dreimal rübergehen, das sind sogenannte Überrohre, die auf den Heizrohren drüber sind. Darauf werden noch Trennfugen gesetzt oder Dehnfugen in dem Falle gesetzt, um die einzelnen Heizkreise zu differenzieren bzw. zu trennen voneinander. In der Regel ist es so, dass man beheizte und nicht beheizte Flächen durch Dehnfugen trennen muss. Das Gleiche gilt für getrennt regelbare Heizkreise und natürlich auch in Türdurchgängen. In der Regel ist es so, in Türdurchgängen schreibt die Norm zwar noch vor, Erfahrung in der Praxis heute oder Stand der Technik ist, dass im normalen Haus- oder Wohnungsbau es nicht unbedingt erforderlich ist beim Calciumsulfat-Estrich wohlgemerkt, da viele Bauherren heutzutage großformatige Fliesen oder großformatige Oberbelege wünschen, die natürlich nicht durch viele Fugen getrennt sind. Also wenn es alles relativ gleichmäßig geregelt wird, lässt sich das auch im Normalfall im häuslichen Bereich ohne Fugen realisieren. Allerdings ist zu beachten, sollten Anforderungen an den Trittschall oder an den Schallschutz gestellt werden. Das heißt, Sie möchten nicht vom Kinderzimmer den Lärm, Bauklötzern, was auch immer, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer hören. Dann müssen Sie natürlich die Türdurchgänge mit den Fugen trennen. Das ist dann auch wieder so ein Beispiel. Darunter ist ein Hohlraumboden. Man sieht vereinzelt die Kanäle im Hintergrund. Das sieht direkt nach dem Gießen des Estrichs aus. Es steht etwas geringe Film an Wasser drauf. Die stößt der Estrich ab und saugt es später wieder ein. Das bildet dann auch die offenporige Oberfläche des Estrichs. Das ist dann ein Bürogebäude, auch aus unserem Hause. Da sieht man dann schon die Platten draufstehen, die für die Gänge, man sieht auf der rechten Seite einen Gang, der ist ausgespart mit diesen Fermacell- oder Wego-Platten. Der Rest, wo die Platten draufstehen, ist alles Fließestrich. Einbaustärke 36 mm auf diesen Hohlraumstützen mit den Unterlagsplatten. Güteklasse ist in so einem Fall in der Regel C30 F6. Bei dieser Stärke teilweise je nach Belastung sogar C40 F7. Dann kommt immer wieder die Frage, heutzutage geht es auch schneller. Das heißt, die Zeit drängt. Was gibt es für Möglichkeiten, damit wir einen noch schnelleren Baufortschritt haben? Es gibt ein Zusatzmittel, das wir in unseren Calciumsulfat-Fließestrich zugeben können. Das wird ab Werk bei uns schon mit zugegeben. Wir fahren damit auf die Baustelle. Und der Ablauf jetzt als Beispiel ohne Fußbodenheizung wäre, Sie bauen mit einer Maximalstärke von 45 mm, also ohne Fußbodenheizung, den Estrich ein. Sie müssen täglich lüften, das schon ab dem ersten Tag. Dann ist es kein Fehler, wenn man den Estrich kurz anschleift und die Oberfläche in dem Fall ein bisschen aufraut. Und wenn die Lüftung und die bauklimatischen Bedingungen passen, also auch, dass keine nassen, verputzten Wände noch da drin sind, das behindert natürlich die Trocknung. Also vorausgesetzt, dass das alles erreicht ist, der Baukörper an sich relativ trocken, dann erreichen wir die Belegereife nach circa 16 bis 18 Tagen in diesem Fall. Zu messen ist das Ganze auch wiederum mit dem CM-Gerät und die Freigabe des Zusatzmittelherstellers liegt schon bei einer Restfeuchte von kleiner gleich 1,0 cm und das bei allen handelsüblichen Oberbelägen inklusive auch Parkett und Vinyl. Und dieses System haben wir jetzt mittlerweile seit 7 Jahren schadensfrei in der Anwendung. Preislich liegen wir natürlich etwas höher wie beim normalen Calciumsulfat-Fließestrich. Aber wenn man die Vorgaben einhält, funktioniert es glücklicherweise. Das Ganze, wenn Sie die Fußbodenheizung noch dazu haben, geht das Ganze sogar noch schneller. Der Einbau erfolgt wieder wie üblich mit dem fixen, fertig angelieferten Estrich. Die Einbaustärke sollte 65 mm nicht überschreiten. Was der Vorteil ist, die Heizung können Sie schon beim Einbau mit einer Vorlauftemperatur von 25 Grad laufen lassen bis zum dritten Tag. Danach erhöhen wir die Temperatur täglich um 10 Grad auf bis zu 55 Grad. Die halten wir dann für 6 Tage und fahren dann wieder runter, schalten ab.
Dabei sollte natürlich täglich Stoßgelüftet werden. Auch das Lüften wird gerne viel falsch gemacht. Lüften heißt Stoßlüften, mehrfach am Tage mal für 20 Minuten, eine halbe Stunde die Fenster alle aufmachen, richtig durchlüften und dann wieder schließen. Keinesfalls die Fenster den ganzen Tag oder sogar über Nacht gekippt lassen. Das bringt überhaupt nichts. Da holen Sie sich über Nacht über den Taupunktsabfall nur noch mehr Feuchte ins Gebäude, wie Sie tagsüber rausbringen. Und sinnlos ist es natürlich auch, wenn wir draußen 35 Grad und eine Luftfeuchte von 70% haben oder wenn es draußen regnet, dann ist das natürlich auch nicht zielführend. Ansonsten geht es ja auch weiter, Anschleifen des Estrichs nach 4, 5 Tagen, um das Ganze zu beschleunigen. Die Prüfung der Belegereife kann dann mit nach circa 12 Tagen erfolgen und da, wenn alle Vorgaben eingehalten wurden, erreichen wir sogar die Restfeuchte dann von 1%. Kleiner gleich 1% nach rund 12 Tagen. Das ist so ein Beispiel. Man sieht es hier nicht ganz so gut auf dem Bild, aber der Vorteil dieses Zusatzmittels ist es, da kommen zwei Säcke mit insgesamt 25 Kilo pro Kubikmeter von diesem Zusatzmittel rein. Und das Zusatzmittel hat einen roten Farbton drin. Das heißt, der Estrich wird leicht rosa. Wie gesagt, auf dem Bild ist der Estrich schon ziemlich trocken und schon lange belegereif. Deswegen sieht man dieses Rosa nicht mehr so gut, aber wenn er frisch verlegt ist, sieht man das also sehr deutlich und weiß dann auch, dass eben ein anderer Estrich da drin liegt, beziehungsweise der Schnellestrich drin liegt. Ja, dann kommen wir zu unserem Renovierungs- und Sanierungsbereich. Es ist allgemein bekannt, die viele alte Wohnungen besteht der Bedarf mit Fußbodenheizung zum Beispiel oder auch ohne Fußbodenheizung. Es gibt dann Dünnestrichsysteme, die zur Anwendung kommen können, beheizt teilweise und viel auch unbeheizt. Was hier sehr viel angeboten wird, sind Dämmungen beziehungsweise Trockenestrichelemente. Das Verlegen der Trockenestrichelemente dauert ziemliche Zeit. Die, ich würde sagen, ja, je nachdem, nach handwerklichem Geschick und Ausführung hält das eine länger oder auch nicht. Das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und da gab es schon lange die Frage, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt. Wir haben uns dann mit unserem Bindemittellieferanten vor einiger Zeit Gedanken gemacht und es ist gerade von der Materialprüfanstalt Stuttgart, Odographinstitut, haben wir die ganze Konstruktion prüfen lassen und wir haben es, ich möchte mal sagen, etwas übertrieben. Wir haben also eine 12 mm Mineralwolldämmplatte Akustik EP3 genommen, haben darauf noch einmal 30 mm EPS mit 150 Kilopascal oben drauf gelegt, dann eine Folie und haben einen neuen Fließestrich, Calciumsulfat-Fließestrich in der Könnung nur mit 2 mm, also keine 8 mm wie der Standardestrich. Wir haben das Bindemittel dementsprechend erhöht, dass wir eine Güteklasse von einem C40 F7 mehr als erreichen. Und das Ganze ist auch nochmal faserverstärkt und mit Stabilisatoren versehen. Und haben jetzt auf dieser Konstruktion bei einer Einbaustärke von lediglich 20 mm, also 2 cm Fließestrich im Wohnbereich, haben wir die Prüfung bestanden für Verkehrslasten, wie es im normalen Wohnbereich ist, bis 1 kN Einzellast bzw. 2 kN pro Quadratmeter Flächenlast. Das Gleiche haben wir prüfen lassen mit 25 mm. Da sieht es wohl so aus, dass wir sogar für den Bürobereich die Zulassung bekommen. Die ist allerdings gerade noch in der Prüfung. Das heißt natürlich, erstens geht der Bau sehr schnell voran. Wir können das Ganze natürlich auch nur auf Trennlage oder nur auf einer dünneren Dämmung einbauen, solange die Zusammendrückbarkeit der Dämmung nicht größer wie maximal 3 mm ist. Dann haben wir natürlich einen vollständigen Ersatz von den aufwendigen Trockenestrichelementen oder Trockenestrichsystemen. Und wir haben durch die geringe Estrichdicke eine sehr schnelle Austrocknung, die bei 20 mm im Bereich von circa 14 Tagen liegt. Das haben wir zum Beispiel in Heidelberg, gab es ja dieses ehemalige NATO-Hauptquartier von der US-Armee direkt in Heidelberg-Rohrbach.
Da gibt es mehrere alte Gebäude von 1800 und um die 1900. Das war ja früher schon mal eine Kaserne, die dann weiter genutzt wurde. Da liegen dann dementsprechend die alten Böden drin. Dann kommen wir gleich noch dazu mit ein paar Bildern. Also so sieht der Estrich feinkörnig im angelieferten Zustand auf dem Fahrmischer aus. Wird also in die Pumpe verbracht. Es wird das sogenannte Fließmaß geprüft. Er darf ein Fließmaß von 23 bis 25 Zentimetern haben. Das sollte nicht dünner sein und auch nicht dicker. Zum einen, damit Sie eine schöne Oberfläche und eine planebene Fläche bekommen. So ist dann der Ist-Zustand in dem Gebäude. Sie sehen hier einen alten Holzdielenboden. Den könnte man natürlich rausreißen, aber dann liegt drunter Balken mit Stroh- und Lehmausfachung. Also es macht das Ganze auch nicht viel prickelnder. Also ging man her, hat den Boden, den Oberbelag runtergenommen, hat auf die alten Holzdielen, ja, die einigermaßen gereinigt, legt dann Folie mit der Dämmung drunter, wie eben beschrieben, beziehungsweise hier war es sogar etwas dünner, legt die darunter. Dann wird der Estrich eingegossen. Man sieht es hier. Und Sie sehen es anhand, man sieht es schön an den Gummistiefeln, also wie dünn, dass der Estrich da eingebaut wurde. Also im Mittel zwischen 2,3 Zentimeter. Gut, bei ein paar Stellen waren es vielleicht auch mal 2,5. So sieht die Estrichfläche dann nach dem geschwabbelten Zustand aus. Man sieht sehr schön im Vordergrund, wie die Luftblasen durch das Schwabbeln nach oben steigen und dann aufplatzen. Also sprich, der Estrich wird entlüftet. Hier sehen wir dann das Beispiel. Es sind also knapp über 2 Zentimeter in diesem Zimmer die Estrichstärke. Und hier haben wir auch ein schönes Bild, links neu, rechts alt. Also auf der anderen Seite sieht man noch nicht renovierte Bereiche. Und hier haben wir schon einen renovierten Bereich mit Dämmung drunter. Hier sieht man dann auch immer von der Seite die Abstellung, die provisorische, bis es auf der anderen Seite weitergeht. Und so sieht der Estrich dann nochmals aus. So, damit wäre ich mit dem Ende am ersten Teil, am Ende des ersten Teils so rum von meinem Vortrag über Calciumsulfat-Fließestrich. Und wenn Sie Ja. Fragen haben, dürfen Sie die natürlich gerne stellen. Ja, vielen Dank, Herr Schäfer. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, aber ich würde trotzdem sagen, wir haben auch Fragen hier zum Calciumsulfatfließestrich. Eine vorab kam hier rein. Ist der faserarmierte Calciumsulfatfließestrich nur für den Einsatz im Sanierungsbereich geeignet? Nein, nein, den können Sie überall einsetzen. Generell spielt keine Rolle. Also das ist das Extrembeispiel, wie wir es einsetzen können aufgrund der niedrigen Einbaustärke. Das Gleiche setzen wir auch auf Niedrigaufbauheizungen ein, zum Beispiel von der Firma Roth als QE-Estrich. Da kommt der Estrich auch drauf. Das ist ein Estrichsystem, auch für den Heizestrichsystem, für den Sanierungsbereich mit einer geringen Dämmplatte drunter und auch nur einer Aufbauhöhe oder Rohrüberdeckung von maximal 20, 25 Millimetern. Die Rohre sind auch etwas dünner, die liegen bei 8 oder 9 Millimeter. Also selbst in diesen Sanierungsbereichen oder Renovierungsbereichen können wir auch das mit Fußbodenheizung realisieren. Und dicker können wir sowieso einbauen, also das macht dem Estrich nichts. Okay. Ja, und dann eine klassische Frage, die natürlich immer wieder gestellt wird: Wie dick muss ich denn den Estrich einbauen, wenn ich zum Beispiel Verkehrslasten, wir kennen das ja, die Norm bildet nur bis 5 kN ab. Was ist, wenn ich höhere Verkehrslasten habe, also immer über 5 kN pro Quadratmeter? Das ist eigentlich ganz klar geregelt. Also es gibt ja in der DIN 1865 die Verkehrslastentabelle. Da steht also ganz klar drin, welche Estrichgüteklasse in Abhängigkeit von der Dämmschicht darunter und von der Verkehrs- und Einzellast, Flaschenlast einzusetzen ist, wie dick der Estrich je nach Güte und je nach Machart, also sprich konventioneller Estrich oder eben Fließestrich, da gibt es auch Unterschiede in der Einbaustärke. Da ist das geregelt, geht wie gesagt bis 5 kN pro Quadratmeter und laut Bundesverband Estrich und Belag ist es eben so, dass alles, was über diese 5 kN hinausgeht, sollte von einem Statiker berechnet werden, weil es kommt darauf an, was für Verkehrslasten das dann noch sind. Vor allen Dingen sind es Punktlasten, sind es Flächenlasten, sind es ruhende Lasten oder sind es dynamische. Also sprich, so der Klassiker, Sie haben eine große Empfangshalle.
und möchten da Fußbodenheizung auf Dämmung drin haben und möchten mit dem Hubsteiger dann drin rumfahren, der in, sag ich mal, 8 Meter Höhe dann die Fenster putzt oder mit dem man die Fenster putzen kann. Also diese Belastungen, wo da drin sind, das ist also eine Vielzahl, was da zusammenkommt, auch von den Aufstandsflächen, von den Rädern der Fahrzeuge bei Fahrbelastung. Und das sollte dann oder muss dann von einem Statiker berechnet werden. Okay, und dann die klassische Frage, welche Flächengröße oder fugenlose Flächen kann ich denn mit einem Calciumsulfatfließ auf Fußbodenheizung zum Beispiel, also im klassischen Ja, Wohnbereich, also ich sage realisieren? jetzt mal so, wenn wir normale Fußbodenheizung haben, die eine große Fläche ist, ich nehme jetzt, sage ich mal, Veranstaltungshalle zum Beispiel, Stadthalle, Kongresshalle, also das sind 400, 500 Quadratmeter pro Feld durchaus möglich. Allerdings sollte das dann eben ein Heizkreis sein oder eben mehrere Heizkreise, die auch gleichzeitig geregelt sind. Dann sind also 400, 500 Quadratmeter und teilweise auch mehr, keine Frage. Dafür sind wir da. Meine Kontaktdaten sind ja eingeblendet. Sie sehen die auch später nochmal. Sie können auch gerne anrufen. Wir können uns das anschauen und wir sind da auch gern bei der Fugenplanung dann behilflich aufgrund unserer Erfahrungen und auch wie es eben vor Ort die Gegebenheiten sind. Sind da viele Säulen, sind keine Säulen drin. Das spielt immer dann eine Rolle.